Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Roblox. Ja Leute, wer hätte es gedacht, ein Roblox-Video auf einem Roblox-Kanal und heute geht es um die wichtigste Sache auf Roblox und zwar, wie bekommt man eigentlich kostenlos Robux? Also, wie kann man quasi Robux bekommen, ohne dafür Geld zu bezahlen? Und erstmal vorab gesagt, Leute, ich habe sehr, sehr viele Robux. Ich sag nicht ganz genau, wie viele, aber ich habe mehrere Millionen Robux. Das soll überhaupt kein Flex sein, aber Leute, ich bin eine sehr zuverlässige Quelle, auf die ihr euch vertrauen und verlassen könnt. Und ich will euch hier irgendwie keinen Müll andrehen oder sowas. Es gibt keinen Weg, um ohne irgendwas aktiv zu tun, Robux zu bekommen, Leute. Also diese ganzen Scam-Sachen wie so, drück auf den Link, drück das und das und das und das, mach das und das und das und das. Das funktioniert alles nicht. Das wollte ich euch unbedingt mal in diesem Video erklärt haben. Bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran, um die beste Methode für dich herauszufinden. Like das Video, falls dir gefällt und abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine weiteren coolen Robux-Videos von mir zu verpassen. Und schreib mir gerne in die Kommentare, wie viele Robux hast du aktuell oder hast du überhaupt keine? Schreib es gerne mal rein und ich würde sagen, los geht's und weiter geht's nach dem Intro. Wie vorhin schon mal angesprochen, sehe ich leider sehr viele Robux-Scam-Sachen. Sowas wie, ja, mach das und das und das und das und dann trag da dein Account-Passwort ein und dann kriegst du kostenlose Robux. Nein, sowas funktioniert alles nicht, Leute. Das ist alles, ich sag mal, Scam. Das ist nicht, ich sag mal Scam, das ist Scam. Und leider verlieren sehr viele Leute dadurch ihren Account. Bitte fallt auf sowas nicht rein, macht sowas bitte nicht. Ich werde euch in diesem Video hier 5 Wege zeigen, wie ihr wirklich kostenlos Robux bekommen könnt. Diese Wege sind aber größtenteils mit Arbeit oder Zeitaufwand verbunden und das ist nicht wirklich, also dafür muss man halt was tun. Es ist nicht so, als ob man einfach da sein Passwort und Account eingibt und dann Robux bekommt. Sowas funktioniert nicht. Bitte niemals machen. Das ist Abzocke, das ist Scam. Damit seid ihr gewarnt, Leute. Und jetzt fangen wir auch an mit den 5 Wegen, wie du wirklich kostenlos Robux bekommen kannst. Und der erste Weg ist der neueste Weg und das ist durch ein Spielnamen, zum Beispiel Please Donate oder eben Starving Artist. Das ist mit der einfachste Weg, aber auch der am wenigsten profitabelste Weg. Und zwar, ja, man kann zum Beispiel in diese Please Donate-Spiele gehen, darüber habe ich auch schon mal Videos gemacht, seinen eigenen Stand da aufbauen und dann quasi seine Game Pässe oder Shirts dort verkaufen und quasi Donations sammeln oder in Starving Artist eben Bilder malen und diese Bilder dann verkaufen für echte Robux. Und diese Robux bekommt ihr zum Beispiel auch quasi nur 60% von den Robux, aber ihr bekommt die Robux und es funktioniert. Und das ist auch kein Scam, Leute, es funktioniert wirklich. Ist natürlich nicht so profitabel. Ihr könnt schon froh sein, wenn ihr durch ein paar Robux verdient. Möglich funktionieren ist es, aber bei weitem nicht der beste Weg, um Robux kostenlos zu bekommen. Aber es ist kostenlos, Leute, und es funktioniert. Jo, Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob ihr Lust darauf hättet, eine Serie von mir zu haben, wie ich von 0 auf 10.000 oder sogar 100.000 Robux gehe. Also wie ich quasi von 0 auf 100 gehe und euch dabei mitnehme und am Ende sogar noch diese Robux an euch verschenke. Wie findet ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da, falls das Ganze gefallen würde. Mich würde es interessieren und ich hätte sehr viel Lust darauf. Also schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hätte Lust, so eine Serie zu machen, Leute, von 0 auf 10.000 Robux oder sogar auf 100.000 Robux. Da sehe ich mich, Leute. Schreibt es mir in die Kommentare und viel Spaß weiterhin noch mit dem Video. Der zweite Weg, Leute, und jetzt kommen die Sachen, wo ihr ein bisschen mehr Zeit oder Arbeit reinstecken müsst und für die ihr auch ein paar, ich sag mal, Skills braucht. Und zwar, Leute, der zweite Weg ist Clothing. Ja, Leute, ihr könnt tatsächlich auf Roblox Klamotten hochladen und diese dann für Robux verkaufen. So wie ihr hier gerade aussieht, Leute. Ich habe jetzt diesen neuen Merch hier released, Leute, der ist vor ein paar Tagen rausgekommen und den könnt ihr natürlich dann kaufen. Dafür braucht ihr allerdings eine Roblox-Gruppe oder ihr könnt das, glaube ich, auch auf eurem eigenen Account hochladen. Eine Roblox-Gruppe könnt ihr euch für 100 Robux kaufen. Das würde ich euch empfehlen, Leute. Kauft euch eine Roblox-Gruppe und dort könnt ihr dann eure Klamotten hochladen. Es geht aber auch auf eurem Account, einmal ein T-Shirt oder ein Shirt hochzuladen oder eine Hose. Kostet allerdings auch 10 Robux, aber im Normalfall macht man dadurch dann mehr als 10 Robux, weil normal verkauft man eine Hose oder ein Shirt für circa 5 Robux. Und ich zeige euch mal ganz kurz, Leute, hier zum Beispiel in meinem Spiel habe ich einen Homestore drin, in den kann man reingehen und dann seht ihr hier ganz viele Klamotten, Leute. Die neue Kollektion für Mädchen und auch eben für Jungs, Leute. Finde ich, sieht sehr, 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 sehr cool aus. Und dann haben wir natürlich hier noch viele weitere Klamotten, die ihr hier zum Beispiel, wie gesagt, für 5 Robux das meiste oder für 10 Robux kaufen könnt. Ihr könnt natürlich den Preis, wie ihr wollt, einstellen, Leute, aber billiger als 5 Robux geht nicht. Viele fragen mich auch immer, hey Jojo, kannst du mal bitte kostenlose Klamotten rausbringen? Würde ich liebend gern, Leute, glaubt mir das. Wenn ich das könnte, dann würde ich es gerne, aber der Minimalpreis ist 5 Robux. Das heißt, billiger als 5 Robux geht nicht, Leute.
Und ja, wie man das Ganze macht, zeige ich euch jetzt. Und zwar könnt ihr dann bei Group Creations oder bei euren Creations, wenn ich hier oben auf Create gehe, das geht halt auf dem PC oder ich glaube auch auf dem Handy, aber da müsst ihr im Browser sein und nicht in der App, Leute. Und dann könnt ihr hier einfach die Datei auswählen, die ihr habt und dann Namen eintragen, 10 Robux bezahlen und dann ist das T-Shirt schon abgeloadet. Die Datei findet ihr hier, Leute. Also wenn ihr hier auf Download hier klickt, dann findet ihr das hier und hier könnt ihr natürlich dann eben das T-Shirt erstellen. Das braucht natürlich, ich sag mal, seinen Skill und seine Zeit und so. Das müsst ihr lernen, wie man sowas macht. Aber möglich ist es, Leute. Dann könnt ihr euer eigenes T-Shirt erstellen. Ihr könnt auch eigentlich alles schwarz machen und hier auf das Front einfach irgendein cooles Zeichen draufpacken. Dann habt ihr einfach ein komplett schwarzes Shirt mit einem Zeichen drauf. Aber das ist auch ganz schön cool und ist ja auch schon mal ein guter Anfang, Leute. Okay, ich will jetzt nicht zu lange mit jedem Punkt verschwenden. Allerdings war das der zweite Punkt, Clothing. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt, Leute. Die beiden besten Punkte kommen am Ende, Leute. Das heißt, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Der dritte Punkt ist Trading, Leute. Ja, wenn ihr Roblox Premium habt, könnt ihr tatsächlich Klamotten... Nee, nicht Klamotten, Leute. Also doch auch Klamotten eigentlich. Also ihr könnt Limited Items traden. Zum Beispiel das Super Super Happy Face ist ein Limited Item. Oder diese Krone hier ist ein Limited Item. Und diese könnt ihr hin und her traden. Das ist natürlich auch sehr risikoreich, Leute. Weil Trading ist natürlich risikoreich. Ihr könnt natürlich auch Verlust machen. Aber im Normalfall, Leute, könnt ihr halt, wenn ihr euch hochtraden könnt und noch wisst, wie das geht. Ihr müsst euch natürlich damit, wie gesagt, auseinandersetzen. Weil hier ist ja, wie gesagt, nichts einfach so for free, Leute. Ihr braucht eure Zeit. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen. Und könnt dann eure Items zum Beispiel, ihr müsst euch ein Limited Item kaufen. Ein ganz billiges. Da gibt es schon welche für 1000 Robux. Und könnt dieses dann hochtraden. Irgendwann habt ihr dann vielleicht 10.000 Robux und dann 100.000 Robux, dann könnt ihr das Item verkaufen und habt ihr dann quasi die Robux und könnt diese dann auch benutzen, Leute. Ja, das ist eigentlich schon alles, Leute. Ihr könnt halt einfach traden, indem ihr halt Roblox Premium habt und dann könnt ihr eure Limited Items hin und her traden. Ich habe das zwar noch nie wirklich gemacht, Leute, weil ich will eigentlich immer nur mein Super Super Happy Face haben und die Krone, aber möglich ist es, aber ein sehr riskanter Weg, deshalb würde ich ihn euch nicht empfehlen, es sei denn, ihr wisst ganz genau, was ihr macht. Okay, Leute, der Punkt Nummer 4 ist, macht Commissions. Zum Beispiel, Leute, Leute suchen Artisten für zum Beispiel eure Spiele. Also, falls Leute Spiele machen, könnt ihr zum Beispiel ein Profilbild machen, ein Thumbnail machen, Game Pass Icons machen oder eben auch, falls ihr bauen könnt, bauen oder sonst was, Leute. Und ja, dafür gibt es Commissions quasi. Ihr könnt halt, falls ihr sowas könnt, oder ihr könnt es natürlich auch lernen, Leute, Profilbilder machen, irgendwas zeichnen, irgendwelche Leute kaufen vielleicht irgendwas bei euch und zahlen euch dementsprechend dann mit Robux. Oder auch sogar zum Beispiel mit Euro. Und für Geld könnt ihr denn ja quasi Robux euch kaufen. Und ja, wie gesagt, Leute, Game Pass Icons machen, Profilbilder machen, das machen, dies machen. Es gibt genug Wege, um eure, ich sag mal, Leistungen zu verkaufen. Und ja, das könnt ihr natürlich also am besten über Twitter machen. Da sehe ich das zum Beispiel am öftesten, Leute. Und ja, macht Commissions, verkauft eure Leistungen. Dafür müsst ihr, wie gesagt, auch was tun und was können. Aber das kann man alles lernen, Leute. Und somit könnt ihr dann Robux bekommen. Und Leute, der fünfte und meiner Meinung nach der beste und der profitabelste Weg ist, macht euren eigenen Roblox-Spiele. Ja, das ist natürlich etwas anstrengender, Leute. Das ist natürlich sehr, sehr schwer und das kann man natürlich auch nicht vom Start auf. Man muss das natürlich auch lernen, Leute. Wir sehen hier gerade, ich bin hier in meinem Spiel drin. Ich habe vor kurzem auch noch ein anderes Spiel released, was jetzt über 1000 Spiele hat. Und da könnt ihr euch schon mal vorstellen, dass sowas ziemlich gute Robux abgibt, Leute. Sowas ist sehr, sehr cool. Natürlich sollte man das Spiel nicht alleine machen. Ihr holt euch am besten irgendwelche Leute, die halt euch eben helfen können, ein Spiel auf die Beine zu stellen. Und ja, da braucht ihr einen Scripter, der das Spiel programmiert und dann braucht ihr jemanden, der das Spiel baut, also hier quasi bauen. Ihr seht ja die Map, wo wir hier laufen, das muss ja irgendwie passieren. Dann brauchen wir einen Scripter, der zum Beispiel, ja, zum Beispiel so ein Board hier scriptet oder gut, das Spiel hier hat jetzt nicht so wirklich viel Script, aber es gibt natürlich noch viele andere Spiele, Leute. Es gibt Simulatoren, sind sehr profitabel, Tycoons gibt es. Hobbys sind mit am einfachsten, Leute. Das heißt, startet vielleicht, wenn ihr anfangt mit Spielentwicklung, macht am besten einfach ein Hobby. Das sind nämlich die einfachsten Sachen, die man machen kann, Leute. Also hier so ein Hobby mit Checkpoints und so weiter und so fort. Ihr kennt ja Hobbys, Leute. Das ist mit am einfachsten, was geht. Und da braucht ihr auch nicht wirklich ein Skript dafür. Da gibt es auch genug Sachen, die ihr euch aus dem Internet ziehen könntet. Natürlich auch UI-Designing, so ein Button hier zum Beispiel, den ihr an der rechten Seite seht. Sowas könnt ihr natürlich auch verkaufen oder für eure eigenen Spiele machen. Und Leute, Spiele geben dann durch die Premium-Payouts vor allem oder auch durch die Game-Pässe und auch eben durch die, ups, da bin ich im letzten Sprung, bin ich runtergefallen, durch die Premium-Verkäufe, durch die Game-Pass-Verkäufe und durch die Dev-Product-Verkäufe geben die ordentlich Robux. Also wirklich ordentlich. Wir reden hier nicht von 10 Robux im Monat, wir reden von über Hunderten, von Tausenden von Robux monatlich oder wöchentlich oder jährlich und ja gut, dafür muss das Game halt ein bisschen performen, aber möglich ist es, Leute, und eigentlich wird jedes Spiel gespielt, sofern es ein bisschen
bisschen was drauf hat natürlich, Leute. Das waren jetzt 5 Wege, wie ihr auf Roblox kostenlos Robux bekommen könnt. Und ja, wie gesagt, Leute, diese Wege sind nicht ohne Arbeit verbunden. Und diese Wege sind auch jetzt nicht, ich sag mal, dafür braucht man auf jeden Fall schon seine Kenntnisse und so weiter und so fort. Aber ich wollte euch das mit euch teilen und diese anderen Wege, wie zum Beispiel hier, tragt dein Passwort ein und dann drückt auf den Generieren-Knopf. Das ist alles Scam, das ist Fake, das funktioniert nicht, Leute. Es gibt sonst keinen Weg, um kostenlos Robux zu bekommen. Ich hoffe, ihr habt das Video verstanden. Ihr müsst das jetzt natürlich nicht machen, Leute. Aber ich habe es euch gezeigt, ich habe euch gesagt, wie sowas funktioniert. Ja, dann würde ich mich fürs Zusehen bedanken. Schreibt mal gerne, wie gesagt, in die Kommentare, hat dir dieses Video geholfen? Das ist auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos von mir zu verpassen. Und bitte gerne Starcode oder für die Robux oder Robux kaufst, weil du kannst ja natürlich auch Robux kaufen. Das ist der einfachste Weg, um Robux zu bekommen, Leute. Und da kannst du gerne meinen Starcode Jojo eingeben. Und dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute!